Hier ist ein Laptop. Keine Ahnung. Ich meine, ohne Internet, ohne Extra bzw. Internet. Das macht es echt nicht besser. Vor allem, warum nicht mal Internet? Schlimm. Tun mir echt leid. Komm schon. Warum ist die Tür zu überhaupt? Gut. Ich hätte sie fast nicht gehört. Samara. Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, Sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Sie sind bestimmt auf eigene Faust hier. Vielleicht wegen etwas Besonderem? Das stimmt. Zwei meiner Töchter leben hier. Und Sie sind der Grund. Nur Ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Zwei ihrer Töchter leben hier und sie sind der Grund. Also zwei, also sie hatte drei Töchter und alle drei sind Adagyachi. Wow. Da hat sie aber reichlich Pech gehabt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn sich zwei Asari-Paaren ein Adagyachi entsteht, ist ja nicht, ich weiß übrigens, dass ich die falsch ausspreche, ist ja nicht sehr wahrscheinlich, glaube ich, was wir da gehört hatten. Aber warum sind sie sind der Grund? Meint jetzt uns damit? Hä? Warum? Wir haben Ihre andere Adagyachi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und Sie sind hier, um sie zu retten. Ich habe die Verantwortung für Sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. So, ich habe mal eben die Batterien meiner Maus gewechselt. War schon am Blinken. Ja, wir helfen bei der Suche, ne? Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen Ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Was für Kreaturen? Halt! Gehen wir. Sie hätte uns zumindest warnen können, was auch immer hier wartet. Da ist eine Tür. Da eine tote Asari. Mein Name ist Tasha Porey. Ich bin verwundet. Shea, geben Sie das meiner Bindungspartnerin, Vishra. Ich habe Sie gebeten, zur Citadel zu gehen. Und sagen Sie Vishra, dass ich Sie liebe. Sagen Sie ihr... Es tut mir leid, dass wir gekämpft haben. Ich war so dumm. Ich wollte das alles nicht, Vishra. Ich möchte, dass du alles bekommst, was mir gehört. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich so. Ach, dann dürfen wir wieder Todesnachrichten überbringen. Ja, geil. Bildschirm hinter einer Wand. Okay. Das war vermutlich die erste Angriffsposition der Reaper. Glauben Sie, das Kloster wurde vorgewarnt? Kaum Anzeichen von Widerstand. Hier war wohl niemand gewarnt. Ja, die haben kein Internet hier, natürlich. Die wussten wahrscheinlich nicht mal, dass eine Reaper-Invasion überhaupt das am Anlaufen ist. Die Halle ist zu groß und zu leer. Und es liegt zu viel Munition rum, als dass das hier so bleiben wird. Sobald wir mit dem Fuß den Boden berühren, geht's rund. Ach, Edi tappt hier so rum. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Es wird hier doch niemals so ruhig bleiben. Kann man mir erzählen, was du willst, aber... Dass hier nichts passiert, halte ich für ausgeschlossen. Ich weiß nur nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Sollen wir einfach ab durch die Mitte? Bei der Göttin, was ist das? Was? Wo? Banshee.
Barriere. Okay, gegen Barriere habe ich was. Okay, die kann sich teleportieren. Drauf da. Und die Geschosse von ihr sind Homing. Na geil. Das heißt, man muss in Deckung gehen. Gegen die. Vor allem, was macht mir hier die ganze Zeit noch dauerhaft Schaden? Boah, hält die was aus. Okay, die kann sich auf jeden Fall ziemlich gut porten. Jetzt macht sie platt. Alter Schwede. Damit eine einzelnen von denen schon Probleme haben, wird das mit noch mehr nicht besser. Und ich wette, das war nicht die letzte, die wir gesehen haben. Ich glaube, ich habe keine Zeit, hier coole Panzerungen auszuprobieren. Sondern wir müssen die richtigen Panzerungen nehmen. Und da ein bisschen auf Waffenschaden gehen. Ihr Geschütz. Ach so, das ist nur Edis Tauschkörper. Also es war die einzige, oder? Samara hätte uns auch ruhig vorwarnen können, dass die hier rumgammeln. Das hätte uns einiges erspart. Und zerborsten. Und tschüss. Das war mal eine Person. Eine Asari. Was haben die Reaper getan? Er guckte die Husks an, dann weißt du's. Okay, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was aus den Asari geworden ist. Ich meine, wir haben die Marodeure, das sind die Turianer, wir haben die Monstrumviecher, das waren die Batarianer, wir haben die Husks, das sind die Menschen gewesen. Jetzt ist nur die Frage, was diese Rambo-Viecher, da weiß ich noch nicht, was sie sind. Aber ich glaube, die Sniper ist hier nicht die beste Wahl gegen die. Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Adat Yakshi. Sie... Mutter, Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in das da. Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Ja, das war ja irgendwie... Die Asari dachten, die Adat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Adat Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Na, dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen, und die haben niemanden geholfen. Falair? Tut mir leid. Falair! Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Gut, dass sie immer alle auf uns warten.
Wir wären in einer größeren Gruppe nicht besser gegen die gewappnet als alleine. Beste Idee, dass wir immer alleine hinter diesen Mistviechern herrennen. Check der Fahrstuhl untersuchen. Man bräuchte ein Brecheisen, um diese Türen aufzukriegen. Es war hier wirklich schön, bevor die Reaper kamen. Wo ist der Freeman, wenn man ihn braucht? Gordon. Naja. Jeschar, hier ist Gali. Ich habe den Extranet-Zugriff gesperrt. Die Schüler sollen nicht wegen dieser Reaper-Gerüchte in Panik geraten. Dennoch könnte es nicht schaden, unsere Vorräte zu überprüfen. Bitte bringen Sie mir vor dem Abendgebet eine Inventarliste. Ich kontaktiere später noch Tessia, um nachzufragen, weshalb die Asari in den Krieg ziehen. Gehen Sie in Frieden. Ah, die Matriarchin klingt auf jeden Fall wie die letzte. Das wird witzig. Zack, zack, zack. Okay. Sollte auf jeden Fall schon mal ordentlich Schaden verursacht haben. Der hat eine Barriere. Warum haben die alle Barrieren? Keine Granate für mich. Zum Glück ist hier gerade keiner von diesen... Ups. Großen... Ach so, deswegen haben die eine Barriere. Ich hatte schon befürchtet, ich komme jetzt um die Ecke und hier steht eine... Disciple. Oder wie auch immer dies ausgesprochen wird. Ist eine Schroti, scheinbar. Medizinstation noch. Okay. So, und da unten sieht's hart nach einer... Wie hießen die noch? Den Namen vergessen. Banshee, genau. Ja, da unten sieht's hart nach einer Banshee aus. Liegen hier keine schweren Waffen rum? Och, Mann. Ich halt gerade Ausschau nach weiteren von diesen Barriere-Dingern. Ach, eine Waffen-Mod-Station ist natürlich praktisch. Jethra. Ich habe die diesjährigen Kandidatinnen für begleitete Besuche auf Tessia durchgesehen. Ich genehmige alle bis auf Janis. Sie ist impulsiv, raffiniert und, was am schlimmsten ist, eine Romantikerin. Eine schlechtere Kombination können wir gar nicht aus unseren Mauern nach draußen lassen. Ich finde es verdächtig, dass sie überhaupt auf der Liste stand. Wir sollten dem nachgehen und hoffen, dass das nicht auch von Janis manipuliert wurde. Es kostet sehr viel Zeit und Mühe, die Regierung von Tessia zu überreden, dass unsere besten Schülerinnen ihre eigene Heimatwelt besuchen dürfen. Solange Janis nicht erwachsen wird, gehört sie jedenfalls nicht dazu. Okay, ja, das kann ich ja verstehen, aber warum an so einen kalten, trostlosen Ort? Irgendwie eine schöne, tropische Welt oder so, wo es einigermaßen warm ist. Und dann natürlich irgendwie, und dann halt irgendwie, dass die darauf leben können, ganz in aller Ruhe. Und dann halt die außenrum absichern. Also quasi, dass kein Shuttle unbewacht von dem auf den Planeten oder von dem Planeten weggeht. Und auf dem Planeten dürfen die sich dann frei bewegen. Warum machen die so etwas nicht? Klar, es wird viel kosten, aber zum einen kannst du dann alle Ardak Yatschi auf einem Planeten unterbringen und zum anderen haben sie auf dem Planeten nicht die das Gefühl, Gefangene zu sein, sondern sind da frei. Jethra, ich habe das neue Mädchen in eine Zelle sperren lassen. Die Justikarin, die sie zu uns gebracht hat, Justikarin Forra, sagte, sie habe Probleme gehabt, die Gefangene zu überzeugen, dass ihre Verbringung ins Kloster notwendig ist. Das könnte erklären, warum das Mädchen ihre Wachen angegriffen hat. Sie kann von Glück sagen, dass Forra dabei nicht zugegen war. Der Kodex der Justikarinnen hätte eine Hinrichtung erfordert. Ich werde andere Justikarinnen befragen, wie weit Forra bei der Anwendung des Kodex gehen darf. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Gefangenen völlig verängstigt hier ankommen.
Aber es war mit Sicherheit das letzte Mal. Okay. Naja, die werden wahrscheinlich behandelt wie der letzte Dreck von den Justikarinnen. Samawa hat ja auch nicht gezögert, sie zu töten. Hallo. Ich glaube, ich bleib hier oben. Das ist eine ganz schöne Position. Sobald jetzt der Banshee-Schrei kommt. Ich kann aber eigentlich. Das war so klar. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, fertig teleportiert. Na dann. Drauf da. Die Barriere muss weg. Wow. Okay. Die kann einige nicht sehr hübsche Dinge. Und ich kann nicht treffen. Das ist auch gut. Feuer. Aber das Teleportieren von denen hat scheinbar einen Cooldown, wenn ich das richtig sehe. Erstmal Liara wiederbeleben. Ich hab sie fast. Okay. Banshee ist down. Von hier oben hat man echt alles gut im Blick. Funktioniert tadellos. Headshot. Keine Ahnung, ob ich ihn gerade getroffen habe. Können wir hier oben stehen bleiben? Für immer? Edi gerät da voll ins Kreuzfeuer. Aber ich will da nicht runtergehen, weil es kann ja jederzeit noch eine von diesen Kackviechern kommen. Das war schön. Wo ist Liara? Ach, da. Ich denke, ich sollte hier die meiste Zeit mit der Pistole rumlaufen. Die ist ja auch recht effektiv gegen die Panzerung. Wenn die Banshee nahe kommt, dann auf die Schroti wechseln. Boah, sind die eklig. Die haben auch so viel Leben. Ich glaube, es gibt kein anderes Wesen, das bis außer den Atlas von Cerberus, die bisher mehrere Überlastungen und Warps ausgehalten hätten. Dass die halt statt Barrieren Schilde haben. Wenigstens sind die Barrieren angreifbarer. Okay. Das gefällt mir hier nicht. Was haben wir hier? Sturmgewehr, Präzisionszielfernrohr 3. Okay. Da ist eine Tür. Hier ist noch irgendwas. Könnte das die Bombe sein? Ich habe eine weitere Asari-Elite-Soldatin gefunden. Ebenfalls tot. Falaire und ihre Schwester sind vielleicht die einzigen Überlebenden. Ja. Ich war nicht sicher, ob es angemessen ist, dieses Thema anzuschneiden. Danke, Edi, aber Sie müssen mich nicht schonen. Es ist besser, Bescheid zu wissen. Ich glaube aber, es wäre besser, Falaire und wie auch immer die andere jetzt nochmal heißt, zu schonen. Die sind den Krieg ja nicht gewöhnt. Die Rüstung sieht so cool aus. Joa. Na, Leute. Bock auf noch mehr Banshees? Aber jetzt ist die Frage, können diese Banshees nur aus Adagiatschi produziert werden? Dann dürfte der Vorrat ja ziemlich begrenzt sein, weil so viele von denen gibt es ja nicht. Oder können die zum Beispiel aus Liara auch so etwas machen? Das ist halt die Frage. Weil wenn die das aus jeder Asari machen können, dann, na dann gute Nacht. Weil das, einfach so eine Armee aus Banshees. Was will man dagegen machen? Ich glaube nicht, dass es das gewesen ist. Deswegen Die lasse ich. Bombe wirkt intakt. Genau wie Falaire. Hm.
lasse die Medizinstationen, hier sind zwei Medizinstationen, ich lasse die erstmal. Ich befürchte... Ich befürchte, dass das hier gleich noch abgehen wird. Deswegen wechsle ich sogar auf die Schroti. Das ist Wheeler. Die sieht ziemlich wach aus. Sie bewegt die Augen und alles. Das ist, glaube ich, keine gute Ausgangsposition.